Sie sind ein Comic-Heft-Nerd. Saugnäpfe weg davon. Alles Bestzustand, ein Vermögen wert. So, Sie lesen also Comics. Nicht so schlimm. Es gibt viele entsetzlich unreife Erwachsene, die Comics lesen. Nicht doch. Es geht viel weiter als das. Ich habe es selbst genäht. Das ist Captain Geizhals aus Heft 53. Es heißt immer, er sei böse, aber ich finde, die Leute verstehen ihn nur falsch. Ich muss dann los. Ich habe noch was auf dem Herd. Ich hatte noch Stoff übrig und habe daraus das genäht. Jetzt sagen Sie mir aber bloß nicht, das ist für Dr. Negativ. Ahoi, ihr Hoch, ihr Halbstarken! Zittert vor Angst, denn hier ist Captain Geizhals. Tadeus. Und flieht aus Furcht, denn hier ist Dr. Negativ. Heilige Heilbutt, das ist der beste Tag meines Lebens. Worauf wartest du? Jämmerlich! Lächerlich! Warum bekämpfen wir Captain Geizhals? Er hat gar nichts verbrochen. Was? Wie meinst du das? Oh, hier steht's doch in Meerjungfrau Mann Heft 89. Für einen Superhelden ist ein Superschurke erst dann ein Superschurke, wenn er ein Verbrechen begangen hat. Tja, also, hey! Siehst du? Ich habe gerade Geld gestohlen. Das ist nicht wirklich Diebstahl, wenn's Ihnen gehört. Also mal ehrlich, was soll ich denn noch alles machen hier, Meint ihr das wirklich ernst? Ist Bankraub nicht ein Gesetzesverstoß? Ja, natürlich, Mr. Krabs, aber Sie rauben doch gar keine Bank aus. Sie tun nur so, als ob... Und dann können wir endlich spielen? Ja. Oh, okay. Ahoi, ist jemand zu Hause? Hier sind Captain Geizhals und Dr. Negativ. Wir wollen Sie ausrauben. Ist denn keiner hier? Hallo? Klappmuscheln und Kleingeld. Kann ich Ihnen helfen, meine Damen? Oh ja, vielen Dank, alter Mann. Wir tun so, als würden wir diese Bank ausrauben. Wo sind die Kassierer und wo ist das Geld? Kassierer gibt's nicht mehr und der Geldautomat ist draußen. Ach, Walfisch trägt keine Bankkarte dabei. Kleinen Moment mal. Ja, es ist mir egal, ob ihr Damen seid. Niemand tut so, als ob er meine Bank ausraubt. Eine Stunde später. Okay, Captain Geizhals. Und Dr. Negativ, ihr könnt jetzt rauskommen. Also folgende Szene. Ihr habt uns in einem Käfig über einem Bottich mit siedendem Öl gefangen. Das ist ein Verbrechen. Jetzt lasst uns raus, dann können wir kämpfen. Och, irgendwie glaube ich, wir machen was anderes. Hey, was hast du denn vor? Ein Schurke zu sein, ist das nicht das, was ihr wolltet? Habt ihr keine Angst? Huhu, denkst du, nichts kann uns mehr trösten? Nein, ich denke, ich werde euch gleich rösten. Lass mal gut sein, Thaddäus. Wir haben genug gespielt. Das wird mir ein klein wenig zu krass. Zu lange habe ich unter euch unfassbaren Unterfischen gelitten. Aber nun als Dr. Negativ, wird es Zeit für die Ausübung meiner süßen, lustvollen Rache. Ja! Siehst du, ich wusste, dass er einen tollen Schurken abgibt. Er hängt sich wirklich voll rein. Ja, besser hättest du ihn gar nicht besetzen können. Ist das etwa das Ende unseres Pannepärchens? Knusprig und kross frittiert wie zwei Kroketten. Rüttle, rosaner Helfer, rüttle an diesem Korb. Oh.